Oh je, Godzilla. Gebt Alarm! Bei der Göttin, was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Um und dickere Waffen. Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon. Ruhe, Mutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Welche Position? Da kommt er. Angriff! Oh, fuck, 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 fuck! Sie sind verrückt geworden! Ich doch. Ja! Gottchen, was ist denn hier? Okay. Jetzt reicht's langsam hier. Maschinen üben. Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Wo ist denn der Typ? Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Wald sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Unbedingt. Ich denke an dich. Sehr schön. Aber immer schön brav bleiben dabei. Krieger, das Tor muss
Stimmt, wir hätten ja auch mal so eine Dingschlinge legen können. Oh, noch Feuerpfeil. Nee, das gibt nur, brauchen wir es nicht. Kein Platz. Kein Platz. Wie kann ich... Der Verderber. Wollen wir mal in Ruhe gucken, wie wir den fertig machen können hier. Schwäche Feuer, okay. Abriss, gut. Auch gut. Ah, wollen die drehen hier? Nee. Hitzekern. Okay. Ich würde jetzt sogar mal meinen Kräuterbeutel verdoppeln. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Was ist das für ein Schneesturm hier? Ein Stücker, ne? Ja. Ich frag mich, wo dieser Wind herkommt. Bei mir auch gerade. In welcher Richtung zieht er weiter? Gute Dienste leisten. Jo. So. Na, Jungchen, hast du was zu sagen? Los, weg mit dir! Arsch. Ich muss dieses Gerät testen. Ich will wissen, was es kann. Jupp. Händlerin. Das und das haben wir. Sehr schön. Gibt's nicht mehr. Also wir sammeln ja sowieso Scherm und all den ganzen Kram. Drei Wächterlinsen. Und dann würde ich mir lieber das holen hier. Auf gegen Metallschirm. Okay. Den Rest behalten wir mal. Sicher, sicher.
erzählst bestimmt weiter. Meine Schwester! Da ruft immer noch wer. Guck mal nach, wer das ist. Bist du da draußen? Nee, ich bin hier. Erledigt. Ich bin hier, Brom. Bist du da draußen? Oh oh. Oh oh. Läuft. Oh, da hätte ich gleich mal ausprobieren können. Schwester! Frage ist jetzt, wie ich das Überbrückungsgerät teste. Drücke einen Läufer. Okay. Was Vorrat? Auf jeden Fall immer gut, der Vorrat. Dieser Kackregen, ey. Bist du da draußen? So. Hören. Oh, da komme ich aber nicht an. Nicht jetzt, echt jetzt. Oh nein. Brom, bitte, hier ist Dolara. So, wie kommen wir da hoch? Schauen wir sie mal an, die Ulara. Brauchst du Hilfe? Du hast die Erprobung überlebt. Ja, ich brauche Hilfe. Vor 10 Jahren wurde mein Bruder verstoßen. Seine Strafe ist vorbei, doch er kam nicht zurück. Sein Lager war leer und voller Blut.
Naja. Okay. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. 10 Jahre. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Darum wollte ich ihn suchen. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders. Ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur 1 Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt treulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Brom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm, befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn. Und ich konnte ihm nicht helfen. Drogen. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Jo. Wirklich? Na klar. Dann lass mich mitkommen. Da, ich da. Bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Oh. Machen wir mal das. Ja, runter mit dir, Mädel. So. Ups. Oh. Wildschwein. Rutan. Ne, eine ganz untere Rutan. Nützlich. Wow. Neue Wächter. Runter, runter, Mädel, runter, runter.
Was? Oh. Eine Spur. Hinten läuft was. Fische gibt's ja auch. Guck mal. Okay. Noch einer. Das muss Broms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Yep. Blut, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Ja, denke ich auch. So viel lecker Essen hier. So, also. Mitnehmen kann man ja eh nichts. Das hat doch was zu bedeuten da. Gut, das haben wir jetzt auch untersucht hier, oder? Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Ja, das hatten wir doch schon. Frisch, das Schweinchen. Wie gehört dieses Messer? Ja. Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. Okay. Das Rascheln der Blätter. Jetzt kommen wir zum Eimer. Wie beruhigend. Ja, ein Eimer. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Mm-hmm.
Autsch. Was für ein Autsch. Das sind rein. Na, komm schon her. Und die Pfeife verschossen, ja.